das ja, hat aber der hat... Oh, ich hab dich umgehauen! Sag mal! Wenn wir das so regeln wollen, wenn wir das hier so regeln wollen, dann gibt's da einen ganz einfachen Weg. Weißt du was? So nicht. Hey Leute! Was geht? René hier mit! Katja, und wo sind wir? Warum werde ich hier weggeklatscht? Was ist das denn? Einfach so, wahrscheinlich hast du jemanden blöd angeguckt oder so. PP, selber schuld. Wir sind heute in einem Spiel, wo man jede Sekunde eine Stärke stärker wird. Das sehen wir da oben. Ich bin jetzt gerade 47 stark. Keine Ahnung, was das heißen soll. Auf jeden Fall, das wird... Ach, du bist ja du. Ja, was soll ich... Ich wurde weggeklatscht. Was war das denn? Also, man wird hier immer stärker, egal was man macht. Geht gar nicht anders. Aber das Problem ist, wir sind gerade erst in das Spiel reingegangen. Manche Leute warten hier in diesem Spiel wahrscheinlich schon seit 3 Jahren darauf, dass man dann irgendwann so Maximum an Stärke erreicht hat. Kann man... Die Loops, die kann man wahrscheinlich hauen dann. Ja, den Loops kann man auch. Ah! Wieso? Der böse Noob, der hat mich kaputt gemacht. Den ja, haben auseinandergefetzt. Was? Kann ich sehen, wie viel Leben ich noch habe? Oder was ist das denn? Ich glaube... Ah! Es ist ein krasser böser Noob. Ja, also, okay, wir jetzt, also man sieht auch schon direkt, man kann sich natürliche Sachen kaufen. Aber ich weiß nicht, wie sehe ich denn halt wie viel Leben und wie viel Stärke? Also Stärke ist ja oben immer. Ja, das weiß ich. Aber das ist ja zum Beispiel ein böser Noob. Warte, bleib mal ganz kurz stehen. Hier, guck mal, ich zeig dir mal kurz. Genau. Hey! Das war jetzt zum Beispiel 72 Stärke. Wie viel Stärke hast du? Ich habe 74 jetzt. Wie viel hast du? Ich hab 41. Oh. What? Boah, okay, dann passe ich keinen Böse. Ich kann den schwachen Noob anpassen. Oh, okay. Nee, das ist ein hoher böser Noob. Ich möchte den schwachen Noob anpassen. Ja, die bösen Noobs, die hat mich gerade auch einer weggeklatscht. Die sind, vor allem, ich weiß gar nicht, wie viel kriegt man eigentlich, wenn man die wirklich schafft zu boxen? Sind die nur böse Noobs? Ah, nein, ich wollte dich nicht klatschen. Oh, ich hab gerade einfach so sehr einfach nur offen. Wieso werde ich jetzt, werde ich hier von solchen, von so einem Daniel verfolgt? Daniel! Was ist das für ein Spiel? Oh, hier lief ja scheinbar gut bei uns, ne? Ach, hier ist ja auch noch ein Noob. Ach nee, das bist du. Achso, ich hab mich verguckt, okay. Nein! Ich lauf jetzt einfach nur weg. Ey, jetzt lass mich mal in Ruhe, wer auch immer das da ist. Das ist wirklich, man merkt auch wieder ein Spiel, was absolut Sinn macht. Ne? Man muss einfach nur möglichst lange, man kann ja wahrscheinlich sich auch einfach in irgendeine abgelegene Ecke hier setzen, ohne dass irgendjemand dich sieht. Und dann bist du ja irgendwann, dann gehst du einfach 2 Jahre weg, dann gehst du 2 Jahre irgendwie auf Weltreise und dann bist du auf einmal der stärkste Spieler in dem Spiel. Ja, du, ich hab gerade, guck mal, also kannst du mein Zimmer kommen? Also, ja, wo bist du denn? Ich bin hinter dir, also ich will. Ach, da bist du, okay, ja, okay. Du schlägst mich jetzt. Weißt du was? Das gibt ein Echo. Echt? Wo kann man denn hier rein? Wie viel Stärke hast du denn? Ich habe jetzt 123. Oh, okay. Ich bin jetzt hier beim bösen Noob eingebrochen. Im Zimmer. Schwacher böser Noob hier, ciao. Aber wenn ich einen schwachen bösen Noob klatsche, dann bringt das ja auch nur +1. Das bringt mir ja auch nicht viel. Da kann ich ja auch einfach stehen bleiben. Also ein bösen Noob bringt auch, glaube ich, nur +1. Ja, das bringt ja nicht viel. Nee. Da muss man ja schon richtige Spieler boxen, so, aber wenn ich die boxe, dann boxen die nicht, nehme ich 10-mal zurück. Ja, weil das Ding ist, das sind so richtige. Man muss so zu 2 hingehen, die sich gerade streiten und dann so abstauben, wenn der eine gerade verletzt ist. Mein Gott, wie schnell bist du? Warum sind die schnell? Ich bin nicht schnell. Nein, nicht du bist schnell, aber die so, aber ja, ich wollte gerade sagen. Du bist nicht schnell, ich hab dich. Aber man kann ja auch verschiedene Handschuhe anziehen, aber. Oh mein Gott, ich kann Doppelsprung machen. Ja, ach. Oha. Oh mein Gott. Ja gut, das bringt ja mal auch nichts, wenn man nur Stärke von 10 hat, ne? Ja, ne? Also bei mir, ich habe gerade 120 fast. Ja, ich habe 120. Ey, wir müssen einmal ganz gut gucken. Aber weißt du, was das Schlimme ist? Ja. Guck mal, wir haben... Kann es sein, dass du dir gerade was gekauft hast? Nein. Doch. Nein, das kann sehr wohl sein. Ich sehe das. Natürlich hast du dir was gekauft. Ich sehe das auch oben links, oben rechts. Was siehst du? Stärke 1132 bei Noisy Katja. Bei mir nur 166, weil ich den geraden Weg gehe, ohne was zu kaufen. Ja, nein. Weißt du was? Ist mir egal. Wenn wir das hier so regeln wollen, dann gibt's da einen ganz einfachen Weg. Weißt du was? So nicht. Wie denn nicht? Oh mein Gott. Warte ab. Komm her. Nein.
So, guck mal ganz kurz um rechts, wer jetzt am meisten Stärke hat. Komm. Warte mal, wie kann ich denn schnell laufen? What? Wie laufst du bitte? Komm. Okay. Wer will hier noch was von mir, Leute? Wenn du so spielen möchtest. Jetzt einfach gesamtes Konto einfach nur aufladen in Stärke. Oha, übertreib, 16.000. Hey, wer bist du denn? Komm, pa! Wer war das? Ich werde jetzt hier aber dieses Wettrüsten, das werde ich nicht mitmachen, ne? Das ist nur. Das ist dumm, wenn man so viel. Komm, ich werde dich auch so boxen. Patsch! Was? Pa! Hey, warte mal. Wir sind jetzt einfach komplett overpowered für den gesamten Server, weil hier sonst keiner Geld ausgegeben hat, ne? Ups. Aber es fühlt sich gut an so. Jetzt kann ich mich an allen rächen. Es ist aber relativ günstig eigentlich, ne? Also da, ja, ich war auch überrascht. Ich war auch überrascht. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist, dass man schnell laufen kann. Das nervt ein bisschen. Man kann sich ja, glaube ich, nur. Wir können ja nicht schnell laufen. Ja, ist das vielleicht. Also der normale Shortcut ist das auf jeden Fall nicht. Normalerweise ist ja mit Shift immer schnell laufen. Hey, warum auch? Ei. Stark, ne? Ich wollte gerade sagen, warum seid ihr denn alle auf mir jetzt? Aber ich habe jetzt einfach alle um und vor allem die bösen Moves. Vor allem, hallo? Dadurch, dass wir jetzt direkt eskaliert haben mit Geld aufladen, ja. Man freut sich jetzt gar nicht mehr so darüber, über so hier plus ein Stärke pro Sekunde, weil das einfach, man hat halt schon jede Stärke. So, den schnappe ich mir jetzt. Komm, bleib hier! Ach so, man läuft mit Steuerung. Jawohl, sehr gut. René. Ja. René. Ah ja. Oh. Seht. Oh Junge. Tja. Was bringen jetzt eigentlich meine 10.000 Was? Komm hier. Was denn? Pam! Komm, den schlage ich mir auch noch. Hä? So. Wie die dann immer so schön wegfliegen. Ja. René? Ja. Schnapp mich doch. Ja, hab ich doch gemacht. Ja, okay. Ich dachte, ich kann dich vielleicht überraschen, indem ich dann mich auf einmal umdrehe. Also hast mich auch überrascht. Das ist auch einfach wirklich das stumpfeste Spiel, was ich hier gesehen habe. Alle laufen einfach nur auf dem Server rum. Komm zu mir. Nee, das hast nicht du. Nee. René. Komm, ich warte. Komm her. Komm doch her, wenn du dich traust. René. Komm doch her! René! Hä? Ich muss hier ran! Ich hoffe, der böse Noob, der macht dich platt. Ah! Ah! Tja! Ah! Ah! Oh nein, ich werde angegriffen in meinem eigenen Haus! In deinem eigenen Haus, das hast du dir einfach. Bist du einfach reingegangen und stehen geblieben. Ja, das ist mein Haus. Ich frage mich aber, was ist die ganze Zeit. Das ist eigentlich diese Welt, ne? Das ist einfach nur, das hat so. Das ist einfach. Das ist irgendwie so eine. Irgendwie, sieht irgendwie so ein bisschen unreal aus, weil da einfach nur so vier Häuser gegenüber sind. So. Ich glaube, die haben alle keinen Bock mehr. Ich sehe hier in der Mitte keinen mehr. Aber ich bin einfach nur auf Platz 1. Ja, oh, mit echt Geld gekauft. Ich hab mir das noch erarbeitet. Was denn? Wurdest du gerade von einem schwachen Muskel? Nein. Weggeboxt? Nee. Ich boxe hier weg. Ich werde hier nicht weggeboxt. Das ist es. Nee. Komm doch her. Wo bist du überhaupt? Komm doch her. So. Ich hab keine Angst vor dir. Komm doch her. Ich hab keine Angst. Ich hab auch keine Angst. Komm. Aha. Komm doch her. Komm doch her. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst und bin jetzt einfach nur weggeboxt. Ja, also ich meine. Warte mal. Aber ich muss sagen, also ganz ehrlich, ich finde das Spiel, das bockt schon, aber irgendwie fehlt da noch ein bisschen was. Irgendwie. Also wenn man erstmal so die gesamte Stärke hat, die man halt braucht und alle wegboxt, dann bockt das so. Aber es fehlt irgendwie, also das war's dann halt auch irgendwie, ne? Sollen wir die ultimativen, starken Personen sein? Sollen wir noch jetzt plus 10.000 machen? Ja, aber was bringt das noch für einen Vorteil? Man kann nicht umhauen.
Ja, wow, wenn, ja, okay, wenn ich 10.000 kaufe, dann kann ich dich umhauen. So, wow, toll. Nein, kannst du nicht. Also, wenn ich 10.000, ja, natürlich, wenn ich. Es geht doch nur darum, wer mehr Stärke hat. Wenn ich mehr Stärke habe, dann kann ich dich safe umboxen. Weil von, ja, den ganzen anderen kann ich ja nicht umgeboxt werden. Ich glaube, Stärke heißt irgendwie offensichtlich auch mehr Leben. Also ja, weil Stärke ist ja theoretisch halt, du bist stark und du hast dann auch mehr HP anscheinend. Und so Leben. Was ist denn hier? Lol. Oder ah, nein. Hier geht's irgendwie so nach oben. Das gucke ich mir jetzt nochmal an. Wohin? Oha, wir waren auf der anderen Seite ja gar nicht. Das ist ein Piratenschiff, oh mein Gott! Das ist ein Piratenschiff, René. Ja, warte, ich bin hier. Ah? Bin hier gerade mit einer Obi beschäftigt. Das ist ein Piratenschiff. Boah, wird bei dir gerade. Hast du die Musik an? Nein. Das ist ja, die Musik wird gerade so laut. So. Das ist ein Piratenschiff. So, ich bin jetzt gerade. Oh, es sind sehr viele Piraten. Aber ey, siehst du diese Wolke? Wolke? Ja. Hä? Oh, what? Guck mal, wer da drauf ist. Ach so, man kann da. Oha. Boah, ist das, was ist das für ein Spiel? Ist das doch irgendwie so eine OB und plus was auch immer? Warte mal, aber wie bist du da drauf gekommen? Ja, du musst. Da, ja, das sehe ich gerade. Ich bin gerade oben auf der Wolke. Ich warte da auf dich. Ja, ich muss ja erstmal irgendwie gucken. Hallo, wie wartest du auf mich? Du bist doch... Hallo? Oha! Dachtest du wirklich? Ja, hat nicht geklappt. Dachtest du wirklich? Ja, du musst einfach oben drauf laufen. Hier? Nix. Braucht man hier noch mehr Stärke? Nee. Schade. Ich möchte auf jeden Fall auf dem Piratenschiff. Hui! Oh, was dachte das denn? Ja, auf jeden Fall. Also cool, dass die Karte auch so groß ist, aber es geht ja auch irgendwie kaum jemand dann irgendwie auf die Karte drauf, weil alle einfach nur da in der Mitte spawnen. Boah, nee, muss ich jetzt hier das laut. Karte, mein ja. Gott. Naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir boxen jetzt hier noch ein paar Leute um. Aber. Kann ich auf dem Piratenschiff reingehen? Boah, aber die Piraten, sind die Piraten stärker? Das weiß ich leider gar nicht. Oh, Piratenkapitän ist richtig stark anscheinend. Das muss ich mir jetzt angucken. Also die Piraten, die sind eigentlich. Stimmt, die. Aber die sind ein bisschen stärker. Die kriegen auf jeden Fall ein. Okay, Piratenkapitän? Piratenkapitän braucht. Nee, der Piratenkapitän, da braucht ja nur einen Schlag. Nee, bei mir zwei. Ja, ein. Tja. Ja. Naja, auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich würde sagen, Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Habt ihr es vielleicht auch sogar schon gespielt? Oder seht ihr es gerade zum ersten Mal? Schreibt das alles gerne in die Kommentare. Also ich hab das, ich denk mal so, also das Spiel vielleicht macht bestimmt Spaß, aber das ist so halt, du musst einfach nur sehr viel Zeit investieren, damit du hier die gute Stärke kriegst. Sehr viel Zeit oder Geld. Oder einfach nur halt wirklich, ich hab nur dein Handy laufen lassen irgendwie und dann was anderes machen. Das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das was Gutes ist. Ich glaube, das macht echt am meisten Sinn. Hier ist ein göttlicher Noob. Mal schauen, ob ich den hinkriege. Ein göttlicher Noob, wo? Ein göttlicher Noob. Wo? Ganz hinten links. Hinten links? Wo meinst du denn? Was ist das? Ja, wenn du beim Piratenschiff drauf gehst, ne? Dann noch weiter und dann links. Von der Wolke aus gesehen. Von der Wolke aus gesehen hinter dem Piratenschiff. Hinter dem Piratenschiff. Da. Ach so, okay. Okay. Aber der braucht ewig, bis man den. Echt? Bis man den erwischt hat, ja. Ach, der ist da. Ha. Der hat mich kaputt gemacht. Was? Das ist wirklich göttlich. Ich hab von dem vielleicht so 30% Leben genommen oder so. Mir hat er kaputt gemacht. Oha! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja wirklich, göttlich. Das ist ein göttlicher Loop. Da brauchst du wirklich. Sollen wir zusammen. Guck mal, das ist unser Endgegner. Ja, guck wir mal. Packen uns jetzt noch den göttlichen Loop und dann. Oh, der bleibt auf jeden Fall bei mir. Okay, komm. Du kannst ja so 95% von seinem Leben dann so weghauen und ich komm dann. Dann schafft er dich hoffentlich und dann kommt mich für den Staub ab. Ist das ein Deal? Das klingt gut, ja, ne? Ja, naja. Sehr gut, so machen wir das. Wir sind einfach nur wie die stärksten Menschen auf der Welt. Vor allem auf dieser Map auf jeden Fall. Werden wir den göttlichen Noob schaffen. Ey, wie das einfach aussieht von außen. Ja, ne? So, wie viel hat denn der göttliche Noob? Und weniger als noch. Wieso liegt der denn da? Der hat doch noch Leben eigentlich. Ah, das ja, ist aber der hat. Oh, ich hab dich umgehauen! Sag mal! Was war das denn jetzt? Da will ich helfen bei dem göttlichen Noob und dann sowas. Ich hab einfach dich umgehauen. Na, sag mal. Och nee. Tja, dann viel Spaß alleine mit dem göttlichen Noob. Ja, ich krieg das anscheinend hin. Ich krieg das hin. Ja, du hast ja auch 16.000 Stärke. Ja, aber 10.000 ist nicht so, ist nicht viel weniger. Ich hab den umgehauen.
Wuhu! Die ultimative. Du hast den göttlichen Noob in einem Roblox-Spiel besiegt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich habe meinen Weg, zu dieser wunderschönen, wunderschönen Triumph geschummelt. Mit dem wunderschönen. Aber warum auch nicht? Warum auch nicht? Warum auch nicht? Aber Hauptsache, wir hatten Spaß. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn das der Fall ist. Und dann würde ich sagen: Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ganz genau. Ciao. Tschüss. Hey Leute! Was geht? Katja hier mit René und Claudio! Ne, wir sind alleine. Claudio. Claudio ist nicht da. Claudio! Leute, wir spielen heute Prop Hunt in Rainbow Friends. Also das heißt, wir müssen uns so quasi als irgendein Möbelstück verkleiden und dann uns quasi irgendwie verstecken. Aber das Ding ist, ich glaube, ich kann mich nicht verstecken, oder? Kann ich mich verstecken? Vor allem auch in 45 Sekunden geht's los oder endet es da? Ich weiß es gerade nicht. Ja, dann geht's wahrscheinlich los. Dann ist, vor allem wissen wir jetzt schon, wer der Rainbow Friend sein wird? Nee, wissen Nein. wir nicht. Nein. Das ist zufällig, lieber René. Ich glaube, das ist ein bisschen auffällig. 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 Warum sind hier aber überall diese... Nein. Achso, die sind hier wirklich überall. Ich benutze so lange Handcreme, weil mich findet keiner. Boah, es ist richtig anstrengend, Leute. Handcreme. Ja, Handcreme. So. Die habe ich von Katja geschenkt. Ui, ich habe einen guten Spot. Ui, ey! Okay. Die Frage, die ich mir stelle jetzt nur... Ich kann jetzt nicht mehr also, ich habe mich quasi jetzt hingestellt, aber ich weiß nicht, was ich damit mache. Warum lachst du, René? Nee, nur so. Verstecker, gewinn. Hä, wir haben gewonnen. Ach so, da wurde keiner gefunden. Okay, alles klar. Ja, okay, das ging ja easy. Tja. Gut, dann beginnt die Runde jetzt erst. Ja, komm, let's go. Diese wunderschöne Runde. Ja, ich habe Handcreme benutzt. Nehmen wir die Hauptkarte, ja, oder? Ja, wir nehmen die Hauptkarte. Player has been selected. Also jemand ist... Oh! Nein! So, Leute. Okay, wir haben jetzt 15 Minuten, uns zu verstecken tatsächlich. Ich komme mich jetzt hier raus. Du musst wahrscheinlich warten, oder? Du musst warten. Ich glaube, du musst... Ja, natürlich musst du warten, mein Freund. Was hast du denn vor? Kann ich hier nicht irgendwas mit Robux kaufen, wo ich euch automatisch sehe? Nein. Mal gucken. Es fühlt sich aber schon gut an, so rumzulaufen. Nein, ich bin nicht. Ich hab ein gutes Versteck. Ich hab René, findet mich nicht. Ja, man muss sagen. Ja, wie lange dauert das jetzt? Seht ihr, wann ich starten kann mit Suchen? Ihr habt du kannst gleich starten, keine Sorge. Da steht, also. Ja. Oh, ah! Okay. Was ist das denn? Was los? Warum? Was los? Also, was meinst du? Hä? Warte mal. Hey! Ja? Ich hab Angst. Angst. Was ist denn das? Hä, hab ich jetzt jemanden gefunden? Hey, du hast mich gefunden? Wie hast du mich gefunden? Du warst das? Anscheinend muss man irgendwie draufklicken auf irgendwas oder was ist das? Aber wie hast du mich gefunden, René? Hey, du bist doch rumgesprungen. Hey, nein, ich bin nicht rumgesprungen, ich stande. Natürlich, du warst doch dieser Pylon, oder? Ja, aber ich bin nicht rumgesprungen. Natürlich, du bist doch noch rumgelaufen, als ich dich gesehen hab. und erst noch so sagen, so, oh, mein Versteck ist so krass. Hä, nein, der. Du bist einfach so rumgejumpt. Nee. Nein, bin ich nicht. Dann natürlich, hast du wiederholt. Bist du da rumgejumpt. Nee, Moment, warte noch. Dann hast du die ersten Sekunden die Wiederholung. Ah, da muss ich doch mich reinlaufen und verstecken. Lol. Ja. Du kannst ruhig zugeben, dass das schlecht war. Junge, man sieht doch immer in der Aufnahme, dass ich hinter dir rumstande. Ich hab dich gefunden. Patsch. Du kannst nicht zugeben. Der Typ ist so schlecht, ne? Ich sag, erklär mir das gerade. Ich verstehe gerade überhaupt nicht, was also, hier abgeht. Also, kurze Erklärung, Katja. Also, ich bin losgelaufen als Rainbow Friend. Bist du suchst gerade? Ein Meter, ich suche gerade, ja. Okay. Ich war ein Meter gegangen, gerade auf die Map gekommen. Dann springt da auf einmal so ein Pylon so vor mir her. So, dim, dim, dim. Ja. Wie viele? Mal, den grab ich mir mal. Wie viele? Wie viele? Wie viele Pylonen sind gesprungen? Ja, einer. Nee, aber das war ich nicht drin, ich war hinter dem Baum. Obwohl, es gibt noch eine Pylone. Aber du wurdest doch gerade gepackt. Oh mein Gott, sag mir nicht, der eine hat mein Versteck verraten. Wo hast du dich denn versteckt überhaupt? Hey, im Baum drinne. Ich bin nicht gesprungen. Ich war im Baum drinne. Man konnte mich nicht sehen. Im Baum? Aber wie hast du dich versteckt? Als Baum auch? Nee, als Pylone im Baum, aber ich bin nicht gejumpt. Ja, doch, natürlich bist du gejumpt. Dann warst du das. René, weil ich, hä? Auch nur ich eine war Person, im Baum drinne. Ich hab meine Hand nicht mal an der Tastatur. Wie soll ich springen? Du bist gesprungen. Das war. Du weißt schön, dass hier auch andere Spieler mitspielen. Ne, ist dir schon bewusst. Ja, aber oder? ich hab doch, glaube ich, nur einen erwischt bisher. Ne, vielleicht hast du auch den anderen auch erwischt. Hä, gibt's zwei Rainbow Friends? Ja, nee, wahrscheinlich sind alle, die ich erwische, werden dann auch zum Rainbow Friend. Oder guckst du gerade zu? Nee, ich bin direkt rausgeflogen, lol. Ach so, ich denke, es ist vielleicht auch zwei, ich weiß. Es ist auch nur noch Katja da, ne, die überlebt hat, oder?
Bin ich die Einzige? Lol. Sieht so aus. What? Boah, das Spiel buggt richtig, weil ich werde die ganze Zeit zu einem Spot. Ja, das buggt auch, aber ich kann gerade irgendwie auch gar nicht sehen, wen ich jetzt schon alles erwischt habe und wen nicht. Bin ich einfach richtig so gut, Leute? Also, René, soll ich dir einen Tipp geben? Ja, gib mal einen Tipp. Also du warst schon, glaube ich, bei mir. Tatsächlich, du warst schon. Ja, ich war jetzt auch überall einmal. Du warst richtig, richtig nah bei mir. Ja, das bist du ein Fass, Katja? So, wenn ich über die gesamte Map schon mal gelaufen bin, dann hilft mir das natürlich sehr weiter. Das kann ich leider nicht sagen, weil das ist dann schon so ein, too much von... Bist du das Fass, das in der Ecke steht, Katja? Und hinter ja, den... Ja, mein Rainbow-Friend-Kollege, der macht aber auch... Du bist ja richtig, René. René, geh mal in die Ecke. Was für eine Ecke? Hier in die Ecke, da ist ein Fass. Meine Kameraperspektive ist hier, René, in der Ecke. Vielleicht ist das Katja. Was für eine Ecke? Hier genau, wo du bist, hier drinnen. Ja, hier, das Fach ist aber kein... Hä, aber warum werde ich denn hier warum wird meine Kamera hier hingezeigt? Boah, keine Ahnung, wo du bist. Ah, jetzt ist Katja. Ah, nee, das ist, da steht Mini-Tore. Ach, da ist noch Mini-Tore drinnen und Katja. Boah, Mini-Tore hat sich richtig ausgetrickst, René. Hä, konnte dich einfach René gerade nicht berühren, Katja? Bist du doch das Fass? Alter, warum spoilerst du? Warum? Ja, ich wusste nicht, dass du das Fass nur. Katja, hab ich die gerade gezählt bei dir eigentlich? Ja, aber das hat nicht gezählt. Lol. Hä? Ja, das du ist hast. Warum bist du? Hä? Ja, jetzt ist warum ja egal. Jetzt will ich dich nicht mehr finden. Du bist du die ganze Zeit so. Oh ja, das ist die in der Ecke. So. Ja, genau. Du bist du fast in der Ecke. So. Warum bist du jetzt so? Was ist ja, das? Ich hab dich doch eh nicht bekommen. War doch eh vorbei das Spiel. Ich dachte, das Spiel buggt. Nein. Ich dachte, das Spiel buggt bei mir. Du buggst. Also. Du buggst rum. Also, wir können es ganz kurz zusammenfassen. Ich habe an sich verloren. Es tut mir auch weh. Aber Hauptsache, ich habe Claudia noch eine Sekunde gefunden. Der nervige Claudius, der Sucher! Uiuiuiuiuiui! So, jetzt bin ich gespannt. Oh, ich bin zu Hause. Ich gucke jetzt erstmal ein bisschen Fernseher. Uiuiuiui! Oh, René, was geht? Also, Claudio? Ja, bitte? Also, das meine ich jetzt ernst. Wenn du mich findest... Ja? 10 Euro. Ja? 10 Euro auf meinen Nacken. 10 Euro auf deinen Nacken. Okay, ja. Let's go. Ich komme jetzt zu euch. Okay, dann komm. Also mein Versteck ist wirklich bodenlos. Also da musst du wirklich, keine Ahnung, da musst du wirklich... Ja. René, wie sucht man? Also wie weiß man, dass man jemanden... Also einfach nur die Maustasten oder wie ist das? Einfach nur, glaube ich, draufklicken, oder? Ah, okay. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. René war der ja, keine Ahnung. Ich habe es vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Nein, also bei dir muss ich draufklicken auf jeden Fall. Hä, hier ist eine Pylone, die war hier nicht. Hallo, wie kann... Die Pylone... Nein! Warst du das, Katja? Ja, war ich. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin doch eh... Oha, Claudio. Oh mein Gott, ich weiß genau, wo René sich versteckt. Oh mein Gott, stand zu, gucken, wie René sich versteckt. Das Versteck ist wild, oder? Keine Ahnung, ich sehe dich nicht. Hä? Achso, oh. Du hast doch gerade gesagt, du kannst sehen, wo ich mich verstecke. Ja, ich weiß, aber das ist halt alles... Und ich habe den zweiten, hallo? Hä, warum backt das Spiel rum? Ah, ich hab ihn jetzt. Ich möchte auch so gerne suchen. Das dauert ein bisschen. Oh, der nächste. Warum bewegt er sich? Verstehe ich auch nicht. Und ich hab den nächsten. Ey, da sind ja gar nicht mehr so viele übrig, außer ich, ne? Sind nur noch zwei tatsächlich. Also du und Mini-Tore. Schon wieder Mini-Tore? Der war eben doch schon gut. Ja, ich muss sagen, Mini-Tore wird vielleicht noch gepackt, aber dann wird gar keiner mehr gepackt. Das kann ich dir sagen. Kann auch sein, weil Mini-Tore, also ein Tipp für dich, Claudio. Ich bin da Claudio, ja ein bisschen... Claudio, ich sehe dich. Jetzt gerade ist er ruhig, das heißt, irgendwo hier in der Ecke ist er. Ich sehe dich, Claudio. René ist aber richtig. Ich sehe dich, komm doch. Das Ding ist, glaube ich, du bist hier unten im Schacht drin, aber wie komme ich zum Schacht hin? Das ist das Problem. Du, vielleicht habe ich dich auch gerade gar nicht gesehen. Vielleicht habe ich das einfach nur gesagt. Ich kann doch immer sagen, ich sehe dich. Weil das Ding ist halt so, vielleicht ist er auch nicht im Schacht. Also, vielleicht ist er auch irgendwo, der wirklich nicht da, wo du meinst. Minitore ist aber sehr also, obvious, tatsächlich. Man kann den, glaube ich, finden. Claudio, guck nochmal unter dem Baum nach, unter dem du gerade warst. Komm, ich sag's jetzt einfach mal. Du wirst mich trotzdem nicht finden. Guck mal ganz genau nach. Jetzt halt, wie soll ich denn da runterkommen, René? 10 Euro, haben oder nicht 10 haben? 10 Euro, stimmt! Oh mein Gott, das seid ihr der Erb. Ihr habt wie hast du dich denn da drunter gebackt, René?
Weißt du was? Ich erhöhe auf 20. Das wird hier ja, Junge, du weißt schon, dass ich nicht da dran komme, ne? 20 Euro, wenn du mich jetzt findest. Ja, finde da dann Minitore. Minitore ist da richtig relativ easy peasy drauf. Also Junge, sein Ernst? Ja, ja, warum genau. Bewegt er sich noch? Er bewegt sich die ganze Zeit. Ich habe ihn noch geparkt. Am Minitore hast du gepackt? Ah, dann bist du ja. Ja. Ah, ne, es gibt noch Mr. Glob. Mr. Glob, aber okay, ach, der ist noch nicht, okay. Da ist anscheinend ein neuer, der da angekommen ist. Ist auf jeden Fall ein Fass, also... Ich weiß nicht, warum ich das eigentlich mache. Ich weiß nicht, warum ich dir eigentlich helfe. Kannst du mich jetzt mal, finden? Es wird ja so langsam in dem Fass ein bisschen unbequem. Ja, René, du hast dich irgendwo da drunter gepackt. Wie soll ich dich denn da finden? Es wird jetzt so langsam ein bisschen unbequem in dem Fass. Guck mal, aber ich drücke noch. Guck mal, das passiert nichts. Kannst du das Fass jetzt mal loslassen? Hör das auf zu schütteln. Ja, toll, du bist hier drin, René, aber wie, also... Ich mach jetzt schon mal. Claudia, du bist, sag mal, so ein bisschen in der falschen Richtung. Guck mal nach oben. Guck mal in die Baumkrone. Ich wollte aber jetzt nicht sagen. Ich hab nicht gesagt, dass ich da bin, ne? Ich hab nur gesagt, guck mal in die Baumkrone. Hä? Oh mein Gott. Wie witzig, der sich auch bewegt und so die ganze Zeit so. Hä? Wo hast du dich hin? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oha, René springt erstmal. Komm jetzt. Ich sehe nichts. Also spring mal kurz. Soll ich bei Discord den Stream anmachen? Nein, spring mal. Wo bist du? Also ich spring die ganze Zeit. Soll ich den Stream anmachen für dich? Hä, wo springst du denn rum? Ah, da sehe ich dich. Ich spring die ganze Zeit rum. Aha! Wie bist du da hingekommen? Oha! Jawoll! Hä, aber wo warst du denn jetzt genau? 20er. Ich war da hinter diesem Vorhang. So, Leute, dahinter? Let's go, Leute. Okay, letzte Runde, ja. Eine Runde und ich hoffe so sehr, dass ich jetzt diesmal... Sollen wir jetzt mal eine andere... Nochmal Hauptkarte? Okay. 5 für die Spieler. Und wer Player ist das? Player has been selected. Und wer ist das? Mr. Glob. Ja, alles klar, dann suche ich halt uns. Tja, gut. Tja. Kann man nicht eigentlich, ganz ehrlich, diese Map, die ist so verschachtelt, kann man nicht eigentlich auch als Gegenstand einfach vor dem Rainbow Friend immer so weglaufen? Theoretisch schon, aber da findet sich irgendwann... Ja, nee, das Ding ist, kann man das, aber ich glaube, du bist nicht so schnell wie in Rainbow Friend. Ja, aber man hat nur 40 Sekunden, denn das ist krass. So. Kann man eigentlich als Pylon unter diesem Schacht runterkriechen? Nee. Ey, wie OP ist das bitte? Man kann sich ja einfach in Sachen reinglitschen, ne? Ich hab mich jetzt hier einfach in so einen Baum reingeglitscht. Ja, ich mein, das wird eine entspannte Runde. Mr. Glob, kann suchen. Ich bleib jetzt auch hier. Also, Mr. Glob, falls du das hier siehst, tut mir leid, dass ich dieses Versteck genommen habe. Mein Versteck ist jetzt nicht so krass, aber... Meins auch nicht krass, sag ich ehrlich. Ich bin einfach in der Mülltonne und bin einfach in so einer Ecke. Man kann es immer... Also ja. Ich meine, René hat mich auch nicht gefasst, das letzte Mal. Wo warst du eigentlich nochmal? Wahrscheinlich in irgendeinem Raum in einem Fass, ne? Aber warst du irgendwo reingeglitscht? Nein, ich war genau da, wo du... Ich war genau dieser Fass, den du nicht anklicken konntest. Und wo du meinst, so, da ist doch eigentlich... Ja, dann ist das ja ein Fehler vom Spiel gewesen. Nein. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Nein. Wo ist mein 20er? Doch. Wo ist mein 20er? Der hat mich jetzt aber gepackt! Nein! Okay. Wo warst du denn? Ich hab mich in so einen Baum reingeglitscht mit Mr. Glob. Tja, also die ganzen Glitches sind jetzt nicht unbedingt so ganz gut, ne? Gucken wir mal eure Verstecke da. Guck mal, billiger Versteck an. Ey, so schlecht finde ich das aber gar nicht. Ja, dein Ernst? Auf der einen Seite ist eine Mülltonne, auf der anderen Seite auch. Was ist ja, das denn? Ja, aber... Er kommt ja, jetzt rein. Nein! Ich glaube, der kennt die Map auswendig. Guck mal, ist der Glob jetzt echt... Hä? Ich dachte, er zielstrebig auf mich zu. Okay, was Katja? Okay, Katja ist versteckt. LOL! Ich hab mich nicht gesehen. Katja, wie bist du denn da raufgekommen? Ich konnte da aber nur hinspringen. Einfach nur hingesprungen. Ey, aber auch geil. Eine Spielerin, die ist einfach eiskalt da stehen geblieben, wo man startet, wurde auch noch nicht gepackt. Ach, wobei, nee, die läuft jetzt los. Oh, der Mr. Blob ist unter drei in Leute der Nähe. Sind noch drei? Hat er mich nicht gesehen? Drei Leute halt und Mr. Blob, genau. Also, der hat dich, Claudio, der hat dich nicht gesehen oder hat er dich? Nee, der ist jetzt vor mich gekommen und ist dann weitergegangen. Lol. Happens. Ja, passiert, ne, René? Kennst du ja. Ja, ich würde mal sagen, noch 2 Minuten und eigentlich sieht es eigentlich ganz gut aus. Also, Claudio, hat denn Claudio jetzt einen guten Versteck oder nicht? Also ich finde nicht. Ich finde Claudius versteckt, finde ich eigentlich sogar echt ganz okay. Weil theoretisch, wenn man richtig guckt, weil es können ja nicht 2 Mülltonnen auf derselben Seite sein. Weil wer hat 2 Mülltonnen in seinem Raum? Ja, aber man muss doch logisch denken. Und sei mal ehrlich, also wir sind mal ehrlich, also wir sind alle nicht so wirklich logisch hier, ne? Also.
Die ganze Map ist halt voll mit irgendwelchen Sachen, in ja, die man sich stimmt. verstecken kann. Deswegen weiß man nicht, ob die jetzt dazu gehört oder nicht. Es ist halt alles ein bisschen schwierig, ne? Ganz genau. Hat er jetzt noch jemanden gepackt? René? Er hat nur René gepackt, ne? Nur René? Ist traurig, dass er nur René gepackt hat. Also René schon ist schon traurig. René ist schon schlecht. Das war Glück. René ist schon schlecht. Schon du, sollen wir uns mal die Szene angucken, wo ich dich nach einer Sekunde gepackt habe? Dann sehen wir, wer schlecht ist. Oh nein. Okay, der hat mich nicht gefunden. Hui! Der war richtig, richtig nah an mir. Er war nah? Er war richtig nah, aber der hat nicht nach oben geguckt, weil ich bin halt oben auf so einem Ding. Ah, okay. Soll ich mal risky rumlaufen? Ich beweg mich. Ah, der kommt jetzt! Nein! Ah, was ist das? Da ist er! Da kommt oh, Katja, das geht's. Aber du schaffst es noch. Okay, das geht's, Katja. Ja, ich hab auch gerade gesehen, dass er sich bewegt. Ja, Freunde! Richtig cooles Spiel, Leute. Ja, auf aber jeden Fall, cool. Auf jeden Fall möchte ich das auf jeden Fall noch mal spielen. Können wir gerne machen. 100 Euro beim nächsten Mal. Leute, wenn ihr es sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Hey, Leute. Was geht? Bin ich hier mit Katja und wir sind heute in Brooklyn. Spaß. Alleine. Und Claudio ist nicht Claudio. Da. Nein. Sag hallo. Wie meinst du das, Jens? Claudio, sag hallo. Hallo, wie meint ihr das jetzt? Leute, wir machen einen Hide and Seek in Brookhaven, aber nicht normal, weil das haben wir oft genug gemacht. Wir machen heute mit Lava. Lava kommt gleich. Wir stellen uns das einfach vor, dass Lava kommt. Und das bedeutet, wir müssen uns gleich irgendwo verstecken, wo man vor der Lava sicher ist. Also beispielsweise hier. Und hier verbrenne ich mir halt die Füße. Und wir haben das alles relativ eng gemacht. Das heißt, man darf nur hier in dem Bereich, dann bei der Polizei, bei dem Kindergarten und bei dem Poolbereich. Alles, sobald es auf die Straße geht, also hier zum Beispiel, ist verboten. Kanntet ihr den Untergang hier, den U-Bahn? Leute, man merkt, ich bin so lange nicht mehr in Brookhaven gewesen. Guten Morgen, ja. Gibt's seit einem Monat oder so schon. Vielleicht, oh mein Gott, das ist ja eine U-Bahn! Okay, wer möchte freiwillig suchen? Du. Du. Nee, möchte ich nicht, aber ich mach's trotzdem. Ja. Okay. So, alles klar, und Leute, man darf sich ja umziehen. Also eigentlich können wir sehr schön irgendwas Tolles machen. Und wo zählst du, René? Ich zähle bei dem Diner. Ich mache auch einen Stream an für euch. Oha, ja, danke. Bei dem Diner. Diner, okay, alles klar. Sollen wir jetzt starten? Wie viel Zeit haben wir zum Verstecken? Also haben wir keine Zeit, wir haben einfach... Okay, versteckt euch einfach, sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ich werde euch eh finden. Oh, ja, ich muss auch sagen, wie meinst du das? Sich hier zu verstecken, ne? Es ist ein bisschen schwierig. Oder? Es ist ein bisschen schwierig. Ja, es soll ja auch schwierig sein. Ich denke mal, wir werden auch mehrere Runden machen. Klar, wenn wir mehrere Runden machen. Ich also habe ein Versteck, das will ich auf jeden Fall testen. Deswegen möchte ich gleich nochmal auch als Suchender, nie als Verstecker rankommen. Ah, ich muss echt sagen, ist schon schwierig, weil... Warum? Ja, wie warum? Warum ist schon schwierig? Ja, weil man sich ein gutes Versteck haben muss, ist schon... Aber ich finde, also ja, es ist schwierig. Wir können gerne, also ja, wir können es auch meinetwegen gerne gleich ausweiten, aber... Aber? Sagen wir mal so. Die Challenge ist jetzt nicht, dass man nicht gefunden wird, weil wahrscheinlich wird man gefunden werden. Die Challenge ist vielleicht eher, dass man einfach nicht als erstes gefunden wird. Eine gute Challenge. Finde ich sehr gut. Dann hat man gewonnen, wenn man nicht als erstes gefunden wird. Ich weiß, wie schwierig es ist gerade, sich ein gutes Versteck zu finden. Weil, ja, ne? Weil das ist ja Leute, stark wartet, begrenzt. Wartet mein Versteck gleich ab. Was ist das? Was mache ich hier? Ja, du, oh ich schwöre, mein du willst Gott. Nicht meinst, glaub es mir. Ja, ich hab. Ja, das ist okay, let's go. Such mich mal. Also, wir machen jetzt erstmal wieder hell. Dann sehe ich euch schon mal besser. Ich meine, es ist richtig schlecht. Nein! Ich werde den Baum reingemischt. Ihr seht gerade, wo ich bin. Ich habe das schlechteste Versteck in ganz Europa. Jetzt sagt ihr die ganze Zeit so, oh, mein Versteck ist so schlecht und so weiter. Jetzt ist halt der Druck da, dass ich euch finde, ne? Weil sonst nein, glaub es. Ich sehe dich. Also, ich wollte gerade sagen, ich sehe dich, aber ich sehe doch auch deinen Stream. Ups. Glaub es mir, du bist. Du, mein Versteck ist nicht besser. Es nein, Katja, glaub es nicht. Mir, glaub es mir. Es ist 100% nein, nicht glaub es besser. Glaub es mir, mein Versteck ist wirklich, also es ist wirklich das Schlimmste. Also wenn du es dir dann immer anguckst, dann denkst du dir einfach nur, was hat die sich dabei gedacht? Ja, denkst du das bei mir auch tatsächlich. Aber René hat uns immer noch nicht gefunden. Nee. Ja, ich habe ja gerade erst angefangen. So, wir gucken jetzt erstmal ein Versteck, was sogar ganz okay ist, ist das hier. Aber ja, nee, da habe ich erst überlegt, aber ich dachte mir so, ey komm, da findet mich René sofort. Ja, ist halt ein bisschen sehr offensichtlich so, ne? Ja, okay, ganz ehrlich, aber jetzt so die ganz offensichtlichen Dinge habt ihr ja schon mal nicht gemacht. So, okay, wir gucken mal weiter. Und hier reinglitschen eigentlich nicht, ne? Also. Gut. Ja.
Ich meine, man darf nicht vergessen, so, ihr könnt euch verkleiden. Ah, wobei, ja, okay. Ein Versteck muss ich natürlich, das wird jetzt leider ein bisschen Zeit kosten, aber... Ja, ich weiß, du meinst oben im Polizeipräsidium, oder? Ja, jetzt mal ehrlich. Da bin hat ich sich einer davon euch versteckt? Nein, ich nicht. Versprochen nicht. Ich nicht. Okay, ey, jetzt hat sich einer von euch versteckt. Guck lieber sich jetzt selber, ich vertraue Katja nicht. Ja, ich nämlich auch nicht. Hä, warum? Ich hab doch einfach gesagt, ey, nein, ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. Oh, jetzt auf dem Klo. Ja. Leute, das privat, bitte nicht zugucken. Ja, aber warum zeigst du es uns? Ich glaube, du musst ein bisschen größer machen, um reinzukommen, oder? Nee, kommst du durch? Nee. Okay. Oh, hier ist gar kein Bock. Also, oh nein, nein. Nein, 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 da ist niemand. Komm, kannst du. Also, fertigen. Da ist. Also, ich bin links, ganz links müsste es sein. Ja, egal, ich vertraue euch jetzt mal. Also, nee, ich weiß nicht, ob Katja da ist. Erstmal, no joke, wo seid ihr? Also, René, ich weiß nicht, ob Katja da ist. Also, ich bin da wirklich nicht, aber ich weiß nicht, ob Katja nicht da ist. Also. Katja. Das ist nicht dein Ernst. Hä, hey, aber Moment mal, wieso kann ich dich nicht anklicken? Du musst schlafen gehen, da kannst du dich durchbacken. Hä? Wie? Warte mal. Ja, das ist ja zum Schlafen. Ich glaube, dann backst du dich da durch, dann backst du dich durch die Wand, weißt du? Ich glaube, Katja hat sich durchgebackt. Ich habe mich nicht durchgebackt, ich schlafe einfach. Ah! Ich könnte dich gar nicht anklicken, deswegen habe ich mich irgendwie aufgewundert. Ich habe doch gesagt, das ist ein richtig, richtig nicht guter Versteck. Meinst du schlecht? Ja, ging, war okay. Meinst du schlecht, aber René hat mich schon gesehen eigentlich. Hä? Du hast mich schon gesehen, mein Freund. Oh, du bist doch an mir vorbeigelaufen. Oh nee. Ja, vor allem, ich war jetzt ja überall, aber das kann ja überall sein. Boah, der war wirklich in diesem Polizeipräsidium. Ich muss auch wirklich dran denken. Ich suche jetzt ja teilweise auch nach Verstecken. Katja, bist du gerade in den Baum gegangen? Ja. Kannst du da bitte rausgehen? Nein. Ich muss ja nach Verstecken suchen. Das zählt jetzt nicht, weil Katja ist in meinem Baum. Das hat jetzt nicht gezählt. Hey, warte mal. Bist du da oben drin? Was meinst du? Bist du oben in dem Baum drin? Finde ich es heraus. Was, wo bist du? Nein, ich bin nicht oben in dem Baum, Spaß. Aber du hast mich gesehen, dass ich in den Baum reingegangen bin, okay. Ja, weil ich im René-Stream das gesehen habe. Also René, du bist an mir vorbeigelaufen. Ja, ich war ja aber auch schon überall. Nein, eigentlich hattest du mich. Ja, das hilft mir sehr viel weiter. No, eigentlich hattest du mich, wirklich. Boah, da ist bestimmt in diesem Polizeipräsidium. Nee, bin ich nicht. Und, ja. Theoretisch hättest du mich gerade jetzt wiedergefunden, aber du guckst nicht richtig hin. Moment. Du hast mich. Ah! Ich hab dich. Hä? Guck mal, hä? Katja! Das ist richtig. Wie bist du denn da gut reingekommen? Aber ich. Hä, das ist doch ja nicht so gut schlecht. Natürlich ja, ist das gut. Nein, wenn du reinzoomst, dann sieht man mich eigentlich. Weil, ja, okay, geh so mal bitte hoch. Ich bleib noch liegen. Geh mal bitte hoch und guck mal nach, wie ich da liege. Du meinst vom. Aber kann man dich auch vom Kindergarten aussehen oder nur von oben? Kletter einfach hoch, dann siehst du mich ja schon. Ja, ich hab dich ja gerade. Das ist so lustig, wo ich da liege. Eigentlich, wenn du reinzoomst, würdest du zoom mal rein, weil wenn du reinzoomst, siehst du mich direkt. Lol. Lol, dein Gesicht. Ja. Ja, lustig, oder? Ja, egal. Okay. Aber ich muss sagen, gar nicht so schlechte Verstecke. Nächste Runde. Ey, steh auf von mir, Katja. Was machst du da? Ich setz mich hin. Also, Katja, bitte. Ja, okay, dann komm. Dann suche ich. Ja, genau. Das macht okay. doch Sinn. Ja, okay. Okay, ich stehe hier bei dem Starbucks Coffee. Ich mach gleich einen Stream an. Ja. Ach, schade. Ich will nicht sagen, mein Versteck. Ich glaube, mein Versteck wird gar nicht so krass sein. Ist halt auch ein bisschen risky, aber... Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall meinen Stream an, deswegen ich erwarte jetzt, bis ihr dann fertig seid. Boah, ganz ehrlich, das ist schon schwierig, weil ich gerade das Versteck, dafür habe ich lange gebraucht, aber weißt du, jetzt hier eins zu finden ist, boah, das ist eigentlich echt unmöglich. Ich meine, gut, ich habe das hier, das war in Ordnung, ja. Ja, ich habe mich versteckt. Oha. Soll ich den Foto schicken von dem Versteck, Claudio? Wetten, ich werde euch nicht finden. Boah, ich könnte den dreckigen Move machen. Komm, ich bin versteckt. Egal, komm, lassen wir es. Ich schicke mal ein Foto von meinem Versteck. Ja, mach das. Ist nicht so fies, oder? Soll ich jetzt suchen? Ja, ich bin versteckt. Warte noch. Ja, ich hab mein Versteck. Claudia auch versteckt? Okay, ja, alles ich klar. Mein Versteck geändert. Suche ich erstmal mit meinem wunderschönen Kopf. So, alles klar. Also. Hier ist schon mal keiner. Schön günstig. Da muss man sagen, da würde ich vielleicht auch sagen, kommt sogar die Lava noch hin. Hier kommt noch die Lava hin? Ja, vielleicht gerade so. Schwierig. Kann man sich nur hier noch einlitzen? Da käme sowieso die Lava hin, also da wäre schon vorbei. So ein bisschen, ne? Das vergisst man echt immer so. Auch so hinter vielen Schränken und so, da kommt überall die Lava hin.
Ja. Genau, hier kommt keine Lava hin. Danke, danke René für die besten Tipps. So, da kommt auch keine Lava hin. Genau, gut, Katja, bist auf einem guten Weg. Ja, gut. Ja, machst du gut. Ja, genau, auch da kommt keine Lava hin. Ja. Lass mich in Ruhe. Ernst, Ehrenloser? Hast du ihn gesehen jetzt, oder was? Hey, wir sind Claudia. Wo ist der Hubschrauber? Was meinst du? Wo ist der Hubschrauber? Keine Ahnung, kannst du noch spawnen. Aber der war doch hier. Weiß ich nicht. Ich hab keinen gesehen. René? Nee, ich hab auch keinen gesehen. Bist du mit dem Hubschrauber weggeflogen? Nee. Sicher? Nee, ich weiß nicht. Er muss ja in diesem Areal aufhalten, wo er ist. Wo ist der Hubschrauber? Jawohl! Hey, ich wollte gerade sagen, dass das Ehrenlos ist, aber wir. Hey, Leute, oh mein Gott! Jawohl! Also ehrlich gesagt, okay, ich hab schon was gefunden tatsächlich. Also man sieht es irgendwie schon jetzt. Schade. Ich hab auch überlegt, wie schaffe ich es, dass ich den Hubschrauber spawnen lasse und trotzdem mit dem anderen wegfliege. Ja, ich würde sagen, der heutige Sieger bin auf jeden Fall ich. Ja. Ja, glaube ich auch. Deswegen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss dich erstmal finden. Bist du ein Tipp, Katja? Ja. Ich bin im Kindergarten. Kindergarten? Das Ding ist, ich habe mich sogar noch bewegt, als du losgelaufen bist, weil ich mein Versteck noch umordnen musste, ganz schnell. Also Also ich habe dich theoretisch gesehen. Nee, du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gefunden, also keine Sorge. Okay, nee, ich habe dich nicht gefunden, das heißt, ich habe vielleicht... Du warst, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt gar nicht im Kindergarten, das heißt... Alles aber du klar, bist an mir vorbeigelaufen, also, dann, als ich mich versteckt habe. Genau, da war mein erstes Versteck, aber die Floor ist ja Lava, schlecht. Macht ja keinen Sinn. Sehr schlecht. Ja, ich bin im Kindergarten, such mich. Ja, dahinter bin ich auch nicht, gerade kommen. Ich weiß ja nicht, wie schlecht du bist eigentlich, ne? Vielleicht bist du auch da, wo ich war? Ja, guck nach. Vielleicht bin ich da, wo du warst. Klar, guck nach. Also im Kindergarten, so viel kann ja eigentlich nicht in Frage kommen. Wenn das, das aber vielleicht gibt es ein oder zwei Secrets. Aha, hast du den gefunden? Nee. Psst, René. Sag nichts. Nee. Hast du mich nicht gefunden, René? Nein. Lol, okay, nix. Nee. Also ich kenne ja aber auch keine Secrets. Ja, genau, René. Du hast mich nicht gefunden, nein. René, mach bitte Tag. Es ist jetzt ein bisschen dunkel, ja. Ich sehe das nicht. Ja. Bist du schon wieder einfach da, wo du warst? Wo war ich denn? Ich war im Kindergarten, Katja. Ja, du warst doch auch im Kindergarten. Such mich. Also hier warst du doch, das ist ja doch auch Kindergarten. Nein, bin ich nicht. Hä? Nein! Spaß. Aber richtig gutes Versteck? Ja. Dein Ernst, das ist ein richtig schlechtes Versteck. Nein, das ist richtig. Doch, du musst nur richtig gucken, Katja. Nein, ich meine das, was ich gerade gefunden habe. Ach so, ja, okay. Hä? Ist auf dem Dach. Nein, ich bin im Kindergarten. Du bist im Kindergarten. Hä, aber so schlecht ist das Versteck denn wirklich gar nicht. Ja, ne? Weil sonst halt im Kindergarten... Ich laber doch immer, oh, mein Versteck ist so schlecht. Willst du wissen, Katja, gibst du auf. Nein, möchte ich nicht. Ja, boah, ich wollte gerade sagen, ich habe dich gefunden. Aber René ist erst mal ins Kind spielen. Was auch immer das war. Ah, cool, spielen. Oh mein Gott, spielen. Ich möchte sehr gern spielen. Ich möchte auch gern spielen. Was hast du mit denn da gemacht, bei Freunden. Ja, Katja, such mich mal. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warte mal. Ja, mach mal. Irgendwo reingeglitscht? Ja, klar, ich habe mich irgendwo reingeglitscht. Hast du's? Ich weiß nicht, ob das richtig glitschen ist, aber... Also ich bin irgendwo, ja, aber ich weiß nicht, ob das richtig glitschen ist. Du schläfst ja hier nicht. Nee. Puh, ich weiß nicht. Gibst du auf? Ja. Oh. Nee. Soll ich Streamer machen oder wollt ihr dahin kommen? Mach Streamer. Mach Streamer, bitte. Ich möchte es sehen. Ich habe keine Ahnung. Wie soll man im Kindergarten guck sich einfach, noch Katja. Verstecken? Warum hast du es was gut bekommen? Was hast du nicht gemacht? Nein! Ich hab mich hingelegt. Du hast dich ja ins Bett gelegt, ins Schlafsack gelegt. Ich habe mich einfach nur hingelegt vorher und ja. Hey, und man kann dich gerade auch wieder nicht anklicken. Ja, PP. Oh mein Gott, kann man den noch irgendwie anders sehen? Warte mal. Kann man den also irgendwie anders. So, wenn man. Ach Gott, mein Gott, ich bin so. Ich hab mich so reingegangen. Bleib mal drin. Ja, ich möchte das mal testen.
Da bist du auch noch extra Glatze geschnitten, ne? Ja, genau. Siehst du mich jetzt, René? Ja, ich hab. Ja, wenn man da rein. Ey, aber das ist echt krass, dass man die. Man kann, also, man muss ja schon reinzoomen, ne? Man kann die Person nicht. Jetzt sieh mal meine Füße, jetzt sieh mal meine Füße, weil du dich hingelegt hast, Katja. Oh Gott. Ja, nee, das ist. Guck mal, wenn ich mich hinlege, würde ich so liegen. Oh mein Gott. Nein. Da bin ich einfach gejumpt und fertig. Oh, okay, alles klar. Das war wirklich mein Reinfall, weil ich habe das da hingesteckt. Ich habe das da hingepackt. Also, das ist ja wegen mir, diese Scheiße. Ja, genau, aber schade. Ja. Ich hab's auch clever gemacht. Ein Reinfall. Ich würde sagen, schreibt gerne in die Kommentare, wer von euch heute das beste eurer Meinung nach das beste Versteck hat. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr möchtet, dass wir das Ganze nochmal machen mit der Bundeslava und Hide and Seek. Ja. Und dann würde ich sagen, Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ganz genau, Freunde. Ciao. Tschüss.